Sehr geehrter Herr Innenminister. Ich würde den Innenminister auffordern. Herr Minister, Herr Minister. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ich bin gegen die Erfassung von Telefon, Handy, E-Mail und Internetverbindung. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung ist scheiße. Die Vorratsdatenspeicherung darf aus meiner Sicht nicht wiederkommen. Ich bin deshalb gegen Vorratsdatenspeicherung. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil ich nicht möchte, dass meine Daten gegen mich verwendet werden. Weil Massenspeichermaßnahmen dieser Art kategorisch abzulehnen sind. Weil ich nicht möchte, dass meine Daten willkürlich gesammelt werden. Der Staat die Bürger damit einfach unter Generalverdacht stellen würde. Weil man sollte schon diejenigen fragen vorher. Wobei ich denke, dass kein Politiker noch sonst, wenn es irgendwen angeht, irgendwelche fremden Personen, mit denen ich Kontakt habe. Weil ich kein Verbrecher bin und deswegen auch nicht überwacht werden möchte. Weil die Gesellschaft so für die Verbrechen Einzelner bestraft wird. Weil es einfach mal ein Verstoß gegen das Grundgesetz ist. Ich finde, diese Hamsterei ist richtig krank. Weil ich nicht will, dass der Staat will, mit wem ich dann telefoniere. Weil es gegen meine Grundrechte verstößt. Ich glaube, das ist ein falscher Anteil. Wir leben doch hier eigentlich nicht aussicher. Da braucht man doch nicht irgendwie die ganzen Bürger alle zu beschatten. Für mich ist die Vorratsdatenspeicherung vergleichbar mit der Speicherung sämtlicher Bewegungsvorgänge von mir und deshalb eine Verletzung meiner Privatsphäre. Gerade in Deutschland heißt bürgerliche Freiheit immer die Freiheit vom Staat. Datenspeicherung ist schlecht. Durch das Speichern von Verbindungsdaten als Vorrat wird jeder Bürger als potenzieller Verbrecher behandelt. Abgesehen davon, dass bestimmte Politiker von dieser Regelung und dieser Bespitzelung ausgeschlossen sein werden, wird es auch mit diesen Daten Missbrauch geben, wie es die Geschichte in ähnlichen Fällen der Bespitzelung bereits gezeigt hat. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland seit über 50 Jahren einen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beim staatlichen Handelns. Das heißt, der Staat und auch Sie als Innenminister dürfen nur so weit die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen, wie es dem Zweck in angemessener Weise entspricht. Nicht alles, was technisch möglich ist, darf eingesetzt werden. Bewegungsprofile zu erstellen, es erinnert mich an den Faschismus. Wenn der Goebbels es gekauft hätte, hätte er es durchgeführt. Wird immer mehr so ein Überwachungsstaat. Ja, der gläserne Bürger. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist diese Verhältnismäßigkeit und das war nicht gegeben. In Sonntagsreden wird der Stasi-Opfer gedacht. Montags das nächste Überwachungsgesetz beschlossen. Verfassungswidrige Gesetze kommen inzwischen fast wie am Fließband. Was sich nicht durchsetzen lässt, kommt per EU-Richtlinie. Als DDR-Flüchtling weiß ich, wie die Diktatur sich anfühlt. Ich traue den gar nicht. Das ist alles nur, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Professionelle Verbrecher lassen sich damit nicht erwischen. Kleine Gauner schnappt man auch so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass über 80 Millionen Menschen in diesem Land kriminell sind. Ich brauche das selber auch nicht, irgendwo diese Daten speichern und brauchen das von mir auch nicht. Ich wüsste nicht, was ich damit machen wollte, außer was Böses. Und da wäre ein misstrauisch. Also ihr fühlt euch nicht damit sicherer fühlen. Nein, beobachtet ja, und kontrolliert aber nicht sicherer. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil sie die Beweislast umkehrt und damit jeden Bürger unter Verdacht stellt. In der Schweiz zum Beispiel ist es nicht so. Bei einem Regimewechsel könnten meine gesammelten Verbindungsdaten mir eventuell zum Verhängnis werden. Ja, ich bin voll überzogen. Ich möchte selbstbestimmt, frei und ohne Schere im Kopf leben und mich für eine lebenswerte Gesellschaft einsetzen. Die von Ihnen geforderte Vorratsdatenspeicherung aller Telekommunikationsverbindungsdaten behindert mich und viele anderen Menschen dabei. Und deswegen möchte ich an Sie appellieren, bitte lassen Sie das sein. Ich finde es höchst verdächtig. Wie frei kann man sich fühlen in einem Staat mit Index und Vorratsdatenspeicherung? Also ich finde das total verkehrt. Deshalb plädiere ich an Sie, die Schritte auf diesem Weg aufzuhalten und keine neue Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Ansonsten ist es einfach nur Mist. Es ist gegen unsere Grundrechte, tun Sie es nicht. Es ist falsch. Darum lassen Sie es einfach. Nein zu Datenspeicherung. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil meine Daten mir gehören. Stark ist nicht der Staat, in dem der Zweck die Mittel heiligt. Stark ist der Staat, in dem die Beachtung der Menschen- und Bürgerrechte der beste Garant für die innere Sicherheit ist. Die Risiken der Vorratsdatenspeicherung, also Zensur,
Unterdrückung der Meinungsfreiheit, Beschneidung unserer wertvollen Bürgerrechte und unserer Privatsphäre überwiegen klar dem angeblichen Nutzen. Ich sage Nein zu Vorratsdatenspeicherung, denn Vorratsdatenspeicherung ist nichts anderes als regierungsgewollter Terrorismus. Ich fühle mich nicht mehr als freier Bürger Deutschlands, wenn die Bundesregierung die Vorratsdatenspeicherung erneut einführt und somit das eigene Volk unter Generalverdacht stellt. Herr Minister, Freiheit ist keine Schutzlücke, sondern protokollierungsfreie Kommunikation schützt uns vor Irrtümern der Ermittler, vor Missbrauch und vor einem gesellschaftlichen Klima der Überwachbarkeit. Lieber Innenminister, wer sich nicht traut, für seine Freiheit einzutreten, wird zum Schwarzfahrer unserer freiheitlichen Demokratie. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung, da es kein Recht auf der Welt gibt, welches erlaubt, dass sich gewisse Menschen über andere stellen und diese ohne begründeten Verdacht kontrollieren und ausspionieren dürfen. Der Missbrauch einer solchen Informationsquelle ist leider typisch für die Rasse Mensch. Das beweisen aktuelle Geschehnisse genauso wie ein Blick in die Vergangenheit. Die Menschenwürde aller Menschen darf nicht der rein technischen Machbarkeit eines solchen Unterfangens unterliegen. Als Seelsorger in einem sensiblen Bereich von Beratung und Krisenintervention bin ich gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil sie das Vertrauen in das geschützte Wort untergräbt und das in unverhältnismäßiger Weise. Als Eheberaterin und Familientherapeutin bin ich gegen diese Maßnahme, weil die Vorstellung, dass alle Anrufe gespeichert werden, ein weiteres Hemmnis zur Kontaktaufnahme auch für diese Personengruppe darstellt. Ich bin gegen die Verbindungserfassung, weil nicht alle 80 Millionen Einwohner in Deutschland Schwerverbrecher sind. Strafverfolgung rechtfertigt Vorratsdatenspeicherung nicht, da dies ein nicht zu rechtfertigender und unverhältnismäßiger Eingriff in die Bürgerrechte ist. Herr Innenminister, die Vorratsdatenspeicherung ist nicht rechtfertigend. Benjamin Franklin sagte damals schon, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Ich lehne die Vorratsdatenspeicherung ab, weil sie extreme Einschnitte in die Privatsphäre aller Bürger bedeutet, dabei von der eigentlichen Zielgruppe, Terroristen und Schwerkriminellen, aber problemlos umgangen werden kann. Folge der Freiheit, der echten Wahrheit. Diese braucht keine Vorratsdatenspeicherung. Ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung, da sie ein weiterer Schritt zu einem Überwachungsstaat ist. Solange ich die Regierung nicht rund um die überwachen und ihre Vergehen bestrafen darf, dürfen die das bei mir auch nicht. Herr Bundesinnenminister, ich bin als ein Mensch, der in einem freien Land wie Deutschland lebt, gegen das Vorhaben der Bundesregierung, die Daten der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes total zu protokollieren, um einen lückenlos überwachten Staat, also einen Überwachungsstaat, aufzubauen. Ich bin entsetzt darüber, dass mit Schreckensmeldungen über Terror und Terrorgefahr die Menschen hinsichtlich der aus ihrer Sicht nötigen Überwachungsmaßnahmen manipuliert werden. Ob es die Telekommunikations- oder Verbindungsdaten sind, Arbeitnehmerdaten oder eben die privaten, nicht für das Leben in der Bundesrepublik Deutschland notwendigen Daten aus der anstehenden Volkszählung sind, sie haben ganz einfach kein Recht, das Volk zu überwachen. Können Sie eigentlich für die Sicherheit aller gespeicherten Daten der Menschen garantieren? Und würden Sie das mit Ihrem Namen besiegeln und auch noch im Missbrauchsfall dafür gerade stehen? Nein, das alles können Sie nicht. Darum fordere ich Sie hier auf, stoppen Sie sofort den Versuch der Überwachung und Kontrolle aller hier lebenden Menschen und setzen Sie sich dafür ein, dass dieses auch auf EU-Ebene passiert.